Gregor, das gibt's doch nicht. Da habe ich doch gerade auf dem Handy von so einem Dandy eine Nachricht gekriegt. Soweit ich's verstehe, sollen wir irgendwas rappen. Bloß frag mich nicht was, warum und für wen. Ich konnte ihn echt nicht verstehen, diesen Deppen. Ist doch egal, wir werden schon sehen. Gregor, Dietz, Lilian hier. Haltet euch irgendwo fest am Geländer, mal ruft dieser Jon an, dann wieder der Sender. Kriegen wir eine Romy oder ist das gelogen? Werden wir bald schon in Gold aufgewogen? Vielleicht geht der leer aus und sie geben sie mir. Ach, wie auch immer, wir stehen im Kurier. Und ich frag, echt? Und ich sag, ja, ja. Und ich frag, echt? Und ich sag, na ja. Und wir kommen auf die Bühne und sehen top aus. Und wir sehen die Nominierten und... Was? Es könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Es könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Hey, das haben wir uns irgendwie anders gedacht. Nominiert wird man nicht über Nacht. Dazu muss man tough sein, doch auch gefühlsecht, dann bist du so gut wie gemacht. Da hier diese Hermaphroditen, spinnig oder hat deine Titten? Da hilft ja kein Bitten, die fahren mit der Schlitten, da hat schon so mancher gelitten. Hey, Donnerstagnacht war Fernsehwüste, bis Freddy Dorfer die Muse küsste. Mit der kann das gehen, ihr werdet schon sehen, die Engelke wird mit der Romy heimgehen. Doch auch der Nia ist eine Option. Selbst der Gernot träumt schon davon. Da hier der Harpe wird er es werden, oder der Kaiser, den haben sie gern. Es könnte alles so einfach sein. Wir können ein, ihr Romy-Lein. Denn wer es bis hier geschafft hat, der hat sicherlich verdient. Witzigkeit hat keine Grenzen, das weiß heute jedes Kind. Der Nia Varana, der braucht sie aber nicht. Aha, es könnte die Anke sein. Wir sagen's aber nicht. Okay, der Harpe oder der Dorfer Fred. Drängen sie ans Licht. Der Gernot und der Ballfader. Kriegen Sie es oder nicht? Schließt eure Augen und atmet tief. Ach. Aus dem Morgenland drang ein, als noch schlief. Der Asylant hier an der Wand, den keiner rief. Doch bei Licht besehen gar kein so schlechter Griff. Denn eines muss man ihm lassen, bei aller Xenophobie. Kann tief in die Schublade fassen und was er rausholt, ist Poesie. Oh, Schaas von Persien, wir sehen dich im Fernsehen. Du bist irgendwann aus der Wüste gekommen. Und hast unsere Frauen genommen. Klar bist du Kellerdirektor, aber... Simpel bist du nicht. Klar siehst du aus wie einer von uns. Bist du aber nicht. Schlag für dich wie Viktor Gernot. Gut, wer ist das nicht? Wir wissen, wenn du die Pointen klaust. Sag es aber nicht. Hallo. Guck, guck. Guama.